Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio mit Bobs Mods. Wie letztes Mal versprochen, habe ich hier das Template für unseren Bahnhof fertig gebaut. Ausladung auf beiden Seiten, welches dann hier zusammengeführt wird. Was uns hier noch fehlt, ist ein roter Untergrund, denn der muss von hier hinten bis da ganz nach vorne gehen, denn hier haben wir keinen Platz mehr für ein Untergrundband. Und hier auf dieser Seite haben wir auch das Layout für die unteren Wartebahnhöfe. Wir können das Ganze dann auch hier oben so machen. Ich denke, dieses Gleis hier hinten werden wir nicht wirklich benötigen. Und damit wir hier möglichst guten Durchfluss haben, werden wir hier unten einen Kreisel haben und dann weiter oben auch noch, so dass wir unabhängig, ob wir von unten oder von oben kommen, in den unteren Bahnhof oder in den oberen Bahnhof reinfahren können. Und wir brauchen auch einen Ort, wo wir hier die Ausfahrt wieder in unser Gleisnetz integrieren können. Wenn wir das uns so anschauen, werden wir hier eine vertikale Linie haben und irgendwo da unten wahrscheinlich eine horizontale, vielleicht nicht ganz gerade, aber wir werden sehen, wenn wir da was machen müssen. Hier haben wir den Input für die Fütterung der Lokomotiven und wir werden das zumindest vorderhand einfach mal mit Kohle machen. Vielleicht wechseln wir dann irgendwann auf einen Brennstoff, der mehr Pfupf hat. Letztes Mal haben wir uns um die blauen Fläschchen gekümmert und das sollten zumindest für ein Weilchen das letzte Mal sein, wo wir hier was in der Richtung machen. Ich glaube, wir haben noch drei weitere Fläschchen, für die wir eine Produktion aufbauen müssen. Aber wir haben auch festgestellt, dass für die Roboter, welche auch ganz nett wären zu haben, uns da noch einiges fehlt, insbesondere in dem Gebiet der petrochemischen Verarbeitung, sprich Schwefelsäure, Schmiermittel, so dass wir an Batterien und was war das andere? Batterien und die elektrischen Motoren rankommen können. Und hier unten haben wir effektiv das Problem, dass wir hier Schmiermittel haben wir schon, aber mit Schweröl sind wir vollgelaufen und wir haben hier nicht wirklich eine Abnahme oder eine Konversion von Schweröl, Leichtöl zu Flüssiggas. Flüssiggas ist das, was wir bisher konsumieren. Und das Ganze versteckt sich hinter erweiterter Chemie. Vielleicht so suchen wir das. Das ist, glaube ich, nicht das hier, aber die hier. Und dann reihen wir das doch einfach mal ein, so dass wir das
uns gönnen können. Wir wollen auch mal schauen, was wir da noch benötigen. Elektrische Öfen wären auch ganz nett, aber ich denke, dafür die brauchen doch recht Energie. Das heißt, das machen wir dann vielleicht erst, wenn wir Uran haben. Aber lass uns doch einfach mal in der Richtung forschen. Und dann werden wir sehen, wo wir hinkommen. Wir können auch, die Akkumulatoren und dann hier Richtung Module. Und von all den Dingern, die wir hier sehen, die Module werden etwas komplexer sein, als wir das von Vanilla her kennen. Und wir haben dann hier eine breite Palette an Dingen, die wir weiter forschen können. Um mit der Forschung etwas schneller voranzukommen, habe ich ein paar mehr Labore hingestellt. Und das wird auch den Effekt haben, dass wir hier mehr Fläschchen verbrauchen, was wiederum heißt, wir werden mehr Material verbrauchen. Und das ist nicht mal so schlecht, denn wir wollen ja zusehen, dass wir hier in unserer auf unserem Startergebiet, da die Erzfelder leer bekommen, dass wir expandieren können. Die Forschung es war nicht die Kohleverflüssigung, Forschung, um hier die Flüssigkeiten umzuwandeln, ist auch durch. Und hier unten haben wir ein Setup, wo wir auch Schwefel rausbekommen. Aber wenn wir uns das Ganze so anschauen, dann wollen wir hier eigentlich hier haben wir all die Varianten, die wir durchführen können, und die Standardvariante ist die hier, wo wir Wasser und Rohöl zuführen und dann recht viel Flüssiggas rausbekommen. Das werden wir sowieso am meisten benötigen, aber das lässt dann die Frage offen, wie kommen wir an Schwefel? Und wenn wir hier schauen, bekommen wir das entweder aus Schwefeldioxid oder Schwefelwasserstoff raus. Aber es müsste da auch irgendwo noch ein anderes Rezept geben. Denn als ich hier schaute, können wir das auch aus Flüssiggas und Wasser herstellen. Vielleicht probieren wir das erstmal aus, bevor wir alles umstellen. Dieses Rezept scheint es hier nicht zu geben. Woran liegt
das. Nun, denn wir werden wahrscheinlich ein paar Raffinerien hier auf diesem Rezept belassen und wir könnten das natürlich auch so machen. Oder eine Kombination aus dem. Aber wir werden die erstmal so belassen, wie wir sie haben. Und uns dann erstmal darum kümmern, dass wir hier das Schweröl in Leichtöl umwandeln. Und dann brauchen wir hier sowas, da eine Pumpe und hier pumpen wir, wenn wir, hier haben wir die Flüssigkeit Schweröl, mehr als 5000 drin haben. Und dann das wird der Wasseranschluss sein. Da werden wir dann unser Wasser durchreichen. Dann hier outputmäßig das geben wir dann auch wieder mittels Pumpe hier in diese Tanks rein und Pumpe hier. Chemiefabrik. Oder machen wir Pumpe hier. Und das dann so. Und hier auch wieder, das waren die hier und dann können wir, da sehen wir für die Modulforschung, da brauchen wir andere Labore, aber machen wir doch einfach mal mit dem Rest weiter. Den wir machen können. Und dann werden wir sehen, wie das rauskommt. Gut, ich verbinde da mal den Output und den Input und dann werden wir sehen, wie das Ganze zusammenspielt. Das scheint soweit recht gut zu funktionieren. Wir haben hier unten wieder eine Produktion von Schwefel, welche in Stocken geraten ist, weil hier das Schweröl voll war. Das verarbeiten wir derzeit und füllen hier diesen Tank auf und dann aber auch diesen.
der recht schnell voll werden wird und dann werden wir wieder ins Stocken geraten. Und mit dem aus dem Weg können wir uns dann nächstes Mal anschauen, wie kommen wir denn zu der Schwefelsäure. Da haben wir zwei Rezepte. Und anscheinend gehen beide nicht über Schwefel selber, aber über Schwefelwasserstoff oder Schwefeldioxid. Und wahrscheinlich ist dieses Rezept etwas einfacher, denn da brauchen wir nur Sauerstoff dazu und hier brauchen wir Wasserstoffperoxid, was wir zuerst herstellen müssen. Aber ich denke, all das wird ein Projekt fürs nächste Mal sein oder eine der nächsten Folgen, denn um die Roboter herstellen zu können, brauchen wir auch hier noch einiges an Materialien. Nicht nur die Elektromotoren und Batterien, sondern auch Dioden und solchiges. Und ich denke, da macht es Sinn, die Materialien auch mit auf den Bus zu legen, denn die werden wir künftig noch für manches Rezept hier benötigen. Und was ich festgestellt habe, ist, unser Bus ist viel zu eng gebaut, denn von den Rohmaterialien möchte ich eigentlich auch mehr geschmolzenes Zeug dann direkt hier bei unseren Bahnhöfen anliefern lassen, und das wird so nicht funktionieren. Das heißt, entweder müssen wir hier nach unten erweitern oder hier nach oben. Da wir hier oben aber schon mehr platziert haben als hier unten, wird es wahrscheinlich hier unten passieren. Aber ich denke, das Einfachste dürfte sein, wir warten, bis wir die Bauroboter haben, und dann können wir das recht einfach nach unten versetzen. Und ich habe hier auf dieser Seite vier weitere Bänder angezeigt. Das ist das Minimum, was wir zusätzlich brauchen. Wahrscheinlich eher mehr. Aber wenn wir dann vielleicht etwa auf dieser Höhe die nächste Fabrik bauen, sollten wir hier genügend Platz dazwischen haben. Aber wie gesagt, das ist alles Zukunftsmusik. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Also bis dann und tschüss!